defense at the 9-meter of the World Cup final. Yamamoto Yuki, number one today. Hinter Ivan Cheresow, im Übrigen steht schon Arne Pfeiffer bereit. Der hat einen Rückstand von 35 Sekunden auf den Russen. Ganz knapp dahinter Emil Higley-Svensson. Der wird quasi gleichzeitig mit Ivan Cheresow rausgehen. Martin Foucault, Abstand 30 Sekunden. Der wird gemeinsam mit Arne Pfeiffer sich auf den Weg machen, den Abstand vielleicht zu den beiden Ersten zu verkürzen, was schwer genug sein dürfte, denn beide gehören schon zu den starken Läufern. Noch muss er ein bisschen warten, Emil Higley-Svensson, und man sieht selber, die scharren quasi mit den Füßen, sie können es kaum erwarten. Und auch Martin Foucault sagt, lass mich in Ruhe und behindere mich nicht am Start. Das dauert jetzt doch eine Zeit, bis Martin Foucault raus darf. Rechts unten sehen Sie die Uhr. Und jetzt springt sie um und jetzt kann Martin Foucault raus. Jetzt kommt die Uhr für Arne Pfeiffer und der nimmt die Verfolgung auf. Und gemeinsam mit Arne Pfeiffer wird sich Christoph Sumann auf den Weg machen. Dann Alexis Boeuf aus Frankreich, dann Vincent Jay, sein Kollege, dann Christian Di Lorenzi, der hat wieder einen kleinen Abstand und wird zusammen mit Alexei Volkov laufen. Und dann der starke Läufer Ronny Hafsess aus Norwegen. Simon Eder wird die 12 haben. Kaum zu bremsen sind sie. Dort im Starthaus die 19 draußen, Thomas Frey, die 20, die 21, auch Dominik Landertinger hat den Wettkampf aufgenommen. Typ Leisten Svensson will sich Ivan Cheresow gleich bei diesem Anstieg schnappen. Das wird ihm jetzt im Handstreich nicht gelingen, davon bin ich überzeugt. Aber er ist natürlich ein Stückchen näher herangekommen. Aber Cheresow hat sich hier gut, wirklich sehr, sehr gut aus der Fähre gezogen. Martin Foucault ist ein überragender Läufer mittlerweile, liebe Zuschauer, geworden. Das ist keine Überraschung, dass er hier vorne bleibt. Christoph Sumann geht dann an Pfeiffer vorbei. Die Gefahr bei diesem Anstieg besteht natürlich auch darin, dass man sich übernimmt am Anfang und dass man dann am Schießstand das große Zittern bekommt. Der lange Vincent Jay, der besser ist als sein Ruf. Er ist vor den Olympischen Spielen nie so richtig groß herausgekommen, aber dann bei Olympia mit zwei Medaillen, einmal Gold, einmal Bronze. Und er hat das ja durchaus, wie ich meine, bestätigt mit seinem guten siebten Platz im Sprint von Kontiolahti. Trainer. Eine Strafrunde für Cheresow. Das ist bitter. Jetzt wittert natürlich Svensson Morgenluft. Und das ganz ordentlich. Denn Svensson bleibt fehlerfrei. Und bei seinen läuferischen Fähigkeiten ist auch klar, Svensson wird erstmal ganz alleine für sich durch die Wälder von Kontiolahti laufen können. Wie sieht es dahinter aus? An Pfeiffer fehlerfrei, Sumann, zweiter Treffer, Foucault, zweiter Treffer, Pfeiffer auch. Foucault muss in die Runde. Und Christoph Sumann nicht. Und Arne Pfeiffer könnte vielleicht sich an Sumann heranklemmen. Das kann er. Simon Schemp am Schießstand, Pinter auch, Landertinger. Ja, war so scheiße, wieder fehlerfrei. Auch Christian Di Lorenzi. Der macht das beste Wochenende dieser Saison, der Italiener. Alexander Oos fehlerfrei. Simon Schemp zwei Runden, Pinter zwei Runden, Landertinger eine Runde. Das ist natürlich alles andere als optimal. Und was macht Ronny Hafsas? Der pfeilschnelle junge Norweger. Der ist immer noch am Schießstand. Albert Hannewald eine Runde, Alexander Wolf. Zwei Runden schon wieder. Oh, das läuft überhaupt nicht. Also Alexander Wolf, er muss es sich gefallen lassen, dass er in der Kritik steht. Und jetzt werden wir sehen,
was passiert ist mit dem Abstand. 20 Sekunden ganz genau hatte Emil Hegel-Svensson Vorsprung nach dem ersten Schießen. Auf Sumann und auf Arndt Peiffer, die ja gemeinsam vorne weggehen. Der Abstand beträgt jetzt nur noch 19 Sekunden, das heißt nur noch. Es ist im Grunde gleich geblieben, es hat sich nichts geändert auf der Strecke gegenüber dem Ergebnis nach dem ersten Schießen. Ceresov hat sich wieder ein bisschen hervorgetan, hat sich nach vorne gearbeitet. Auch Alexander Oos und das ist unverkennbar Frode Andresen. Stand bei der ganzen Vorbereitung, behindert ihn niemand oder stört ihn auch niemand. Der wird den ersten Schuss abgegeben haben, wenn die anderen sich in Position begeben. Eine Runde für Svensson. Zwei Runden, jetzt wird's arg. Jetzt weiß er, dass er die Führung verlieren kann, wenn die anderen fehlerfrei bleiben. Er wird sie verlieren. Jetzt liegt es an Peiffer, jetzt liegt es an Sumann, an Foucault, Ceresov, Jay und Eder. An Peiffer eine Runde, Sumann auch. An Peiffer zwei, jetzt spielen sie Svensson total in die Hände. Ist das denn möglich? Ceresov eine Runde, Martin Foucault hat jetzt eine Chance. Eder hat eine riesen Chance, Simon Eder, klasse, weil er schnell schießt. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er rauskommt aus dem Pulk, jawohl. Denn die anderen müssen ja von hinten ran und können ihn nicht überholen am Schießstand. Simon Eder geht raus, die Lorenzi geht raus, Martin Foucault auch. Also hat sich definitiv was getan bei diesem zweiten Schießen. Simon Eder die Führung, der schnellste, der beste Verfolger in dieser Saison. Vor Alexis Böff, vor Martin Foucault, vor Vincent Scheia, Herrschaftszeiten. Drei Franzosen in der Verfolgung auf Simon Eder und Christian Lorenzi mit 8 Sekunden Rückstand. Er wird an Vincent Scheia sicherlich gleich dran bleiben können. Und jetzt kommt erst Emil Hegel-Svensson aus seinen beiden Strafrunden raus und hat trotzdem nur einen Rückstand von 17 Sekunden auf Simon Eder. Aber gut, er hat ja einen Vorsprung, den er mit auf die Reise nahm gegenüber Simon Eder. Das darf man nicht vergessen bei den noch knappen Abständen. Sumann zwei Runden haben wir gesehen. Benjamin Weger fehlerfrei von 29 auf 10. Der junge Schweizer. Das ist bärenstark im deutschen Skiverband bei den Biathleten. Er soll ja jetzt Nachwuchskoordinator werden im deutschen Skiverband. Nach unseren Informationen, die wir allerdings, die Quellen, die wir bitte für uns behalten dürfen, sieht das so aus, dass das wohl schon eingetütet ist und dass ich dann schon die Frage aufwerfen darf, warum jemand, der lange Jahre verhindert hat, dass es Generationswechsel gibt, dann ausgerechnet für die Nachwuchskoordination zuständig sein soll. Da werden sich die Herren Sprenger in Clausthal-Zellerfeld oder Kröll in Valga, die werden sich freuen, wenn da plötzlich jemand kommt und sagt, so, und jetzt wird das so und so gemacht. Und da bin ich gespannt, was das werden wird. Zurück zum Rennen, Christoph Sumann. Vor Alexander Oos. Das ist nicht überraschend, überhaupt nicht überraschend. Er ist ein Weltklasse-Biathlet geworden und ich bin sogar sicher, das ist noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Martin Foucault wird in den nächsten Jahren noch stärker werden und er wird garantiert noch für Furore sorgen. Jetzt ist er auch erst 21 Jahre alt. Das ist einer der kommenden Stars der Szene, Martin Foucault. Das haben noch nicht alle erkannt, aber das ist wirklich so, liebe Zuschauer. Der Franzose könnte durchaus in die Fußstapfen eines Raphael Puri, eines Landsmannes, treten. Er hat alle Qualitäten dazu. Zweiter im Massenstart bei den Olympischen Spielen. So, Christian De Lorenzi, Simon Eder, jetzt kommt es drauf an. Foucault hat schon begonnen, als erster.
So, und der Simon zieht gnadenlos durch. Trifft er alles? Nein. Foucault aber trifft alles. Di Lorenzi trifft alles. Simonida eine Runde, Böffer eine Runde. Jay trifft alles. Und damit sind es ein paar weniger geworden. Simon Eder fällt aus dieser Spitzengruppe erstmal raus. Svensson fällt total raus. Der muss nämlich nochmal zweimal in die Runde. Christoph Sumann hat jetzt die Chance, dran zu bleiben. Das wäre nicht unwichtig für Sumann im Rennen um den Gesamtweltcup. Wenn er jetzt trifft, das tut er. Denn dann kann er Svensson vielleicht heute ein paar Punkte abnehmen. Und Benjamin Weger, der Stehenschießen, ich sagte es, das ist nicht nur ein bisschen wackelig, das ist total wackelig. Dreimal in die Runde für Benjamin Weger. Damit ist der schöne 10. Platz eine nette Zwischenbilanz, die wir aufmerksam verfolgt haben. Aber es wird nichts werden mit einem super Resultat. Simon Schemp ist am Skistand. Thomas Frey eine Runde. Und was macht der Simon, der ja auch in Ruhpolding trainiert? Er bleibt, bitteschön, jawohl, er bleibt fehlerfrei. Remo Krug ist ja nicht mehr hier mit von der Partie. Das haben die Kollegen Ulrich und Kirchner dann auch so hingekriegt, dass der Remo sicherlich auch letztlich die Biathlon-Welt in Deutschland eine ganz heile Welt ist. Da sind schon ein paar Baustellen, die dringend der Renovierung bedürfen. Im Beitrag sieht man der Schemmler. Ja, von hinten her mal das Ganze betrachtet. Erik Lesser wirkt ein bisschen überfordert heute bei seinem ersten Verfolgungsweltcup. Er ist momentan 54. Hat fünfmal die Strafrunde gesehen. Jetzt schon insgesamt fünfmal die Strafrunde gesehen. Alexander Wolf hat viermal die Strafrunde gesehen. Ich bin mal gespannt, ob es im Hinblick auf die Weltcup-Besetzung in Oslo, ob es noch Änderungen in der deutschen Mannschaft geben wird. Es müsste eigentlich Änderungen geben. Man müsste jetzt auch mal vor dem Ende der Saison ein Zeichen setzen. Martin Foucault vor Christian De Lorenzi. Wir sind in der 4. Runde. Und der starke Italiener De Lorenzi hat die Führung übernommen. Jetzt wird er endlich dem Ruf als großes Talent gerecht, Christian De Lorenzi. Schießdurchgang, der jetzt gleich angepfiffen wird. Die Bilanz im Stehenschießen bei De Lorenzi ist nicht eben eine sehr, sehr angenehme. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Da liegen die Vorteile jetzt doch eher auf der Seite von Martin Foucault. Da, die Entscheidung fällt, aber nicht nur zwischen den beiden. Dahinter lauern Vansager, Charesov, Simon Eder, Alexander Ost, die werden in Bälde jetzt kommen. Aber die Jungs hier, dort vorne, die haben ein bisschen Luft, die haben ein kleines Polster. Martin Foucault hat schon begonnen. Wenn De Lorenzi hier fehlerfrei bleibt, dann muss ich sagen, ziehe ich den Hut, den ich nicht aufhabe. Er macht das gut, De Lorenzi. Oh, schaut. Martin Foucault kann die Hände zum Himmel strecken. Und De Lorenzi bleibt bei einem Fehler, bei einer Strafrunde, in die er jetzt gehen muss. Er sieht natürlich, wie Martin Foucault vorne raus, rechts jetzt wegschwenkt und er nach links raus muss. Vansager ist draußen, Simon Eder, erster Schuss, erster Fehler. Charesov kann natürlich jetzt nochmal eine Treppchenposition einnehmen. Christoph Sumann verballert sich, Eder verballert sich auch. Ja, was ist denn los, Jungs? Jetzt kämpft doch drauf an. Jetzt werden die Österreicher am Terrain verlieren, denn Charesov geht auch raus. Jetzt kommt auch Christian Di Lorenzi schon aus der Strafrunde wieder auf die normale Runde. Sumann 3 Strafrunden. Bergmann ist fehlerfrei geblieben, an Pfeiffer eine Runde. Und jetzt kommt drauf an, was macht Emil Hegli-Svensson. Wenn er jetzt fehlerfrei bleibt, dann wird er Sumann überholen. Und dann wird Sumann, genau so bleibt es oder wird es, dann kann Sumann keine Punkte gut machen im Rennen um den Gesamtweltcup. Die Österreicher am letzten Schießen vollkommen derangiert. Pinter 2 Runden, Landertinger 2 Runden, Eder Runden, Sumann 3 Runden. Also das darf nicht passieren, meine Herren. Das ist ein bisschen zu heftig. Simon Schemp hingegen fehlerfrei im letzten Durchgang. Gegenüber Christian De Lorenzi einen Vorsprung von 4 Sekunden. Wenn ich die normalen Laufleistungen
beider Vergleiche, die von Jay und von De Lorenzi, dann müsste es der Italiener schaffen, auf Rang 2 nach vorne zu kommen. Ja, Simon Schemp schlägt sich achtbar, ist jetzt auf der 13. Position. Christoph Sumann ist 17. von 5 auf 17 zurückgefallen, aber bitte, wer dreimal in der Schlussrunde im stehenden Anschlag die Scheiben nicht trifft, der darf sich nicht wundern. Dominik Landertinger 19. 4 Fehler, Benjamin Weger ist fehlerfrei geblieben im letzten stehenden Anschlag. Also damit hat er bewiesen, es geht doch, es geht ja doch. Und Martin Foucault geht jetzt erstmal seinen Weg. Tja. Und es ist das passiert, was ich vermutet hatte. Christian De Lorenzi geht an Vasa Schell vorbei und hinten drückt auch Ceresov noch ganz mächtig nach. Ganz, ganz mächtig. Michal Sleschinger verliert den Kontakt. Das geht ihm ein bisschen zu schnell dort vorne weg. Karl-Johan Bergmann ist an ihm vorbeigezogen. 5-6 Sekunden sind da gleich passiert an diesem Anstieg. Das ist zu viel für Sleschinger gewesen. Martin Foucault wirft die Brille weg. Naja, der Ausrüster wird noch ein paar Gegenstände übrig haben, nehme ich an. Er ist durch, Martin Foucault. Erster Weltcupsieg für ihn. Er kann schon abklatschen mit seinen Trainern, mit seinen Betreuern. Das ist Stéphane Bourgeois, der dort am Schießstand steht. Erster Weltcupsieg für Martin Foucault. Tja, dieses Wochenende ist das Wochenende der Debütanten gewesen, was die Siege betrifft. Daria Domracheva und Martin Foucault. Er hat lange darauf gewartet. Er wusste, er hat es drauf. Er wusste, er hat es drauf. Und dann kommt Christian De Lorenzi. Ist das denn möglich? Der Italiener, von dem wir oft schon gesagt haben, der Junge, der muss es doch packen. Was Auger wird Dritter. Heuiuiui, machen die Franzosen heute viele Punkte. Da wird lange Gesichter geben in der deutschen Mannschaft. Ganz, ganz lange Gesichter. Ja, ein Erfolg natürlich für den neuen Chef Fabrizio Kurtaz bei den Italienern. Wer hätte das gedacht? Jetzt werden natürlich die Funktionäre sagen, na, da haben wir aber richtig gehandelt, dass wir die alten Trainer rausgeworfen haben und neue gebracht haben, obwohl die neuen so neu nicht sind. Fabrizio Kurtaz war schon lange dabei. Svensson ist jetzt im Ziel. Svensson ist Siebter geworden. Und Simon Eder wird wohl 13. werden. Tja, am Schießstand, bei Eder drei Fehler, das ist viel. Kompliment an Simon Schemp, möchte ich schon noch loswerden. Jetzt kommen Landertinger und Sumann. Sumann verliert in der Weltcup-Wertung, war kurz mal dran, Punkte gut zu machen, hat jetzt durch das letzte Schießen verloren, so schnell kann das gehen. Ja, es läuft bei Martin Foucault, das darf man schon sagen. Silber im Massenstart bei den Olympischen Spielen. Dritter hier im Sprint, jetzt der erste Weltcupsieg unter Dach und Fach gebracht. Also, was will man mehr? Ja, für den Italiener Christian Di Lorenzi ist es der erste Platz. Das erste Mal, dass er auf dem Siegertreppchen Platz nehmen darf. Wenn ich jetzt kurz mal innehalte, dann nur deshalb, liebe Zuschauer, weil ich das nochmal wirklich auch in aller gebotenen Form überprüfen mag oder überprüfen möchte. Aber das stimmt nach meinen Aufzeichnungen schon. Erster Platz auf dem Podium für Christian De Lorenzi. Ein Ergebnis überragend aus Sicht der französischen Mannschaft mit Martin Foucault als 1 und Vincent Auger, dem Olympiasieger, auf Platz
3. Simon Fakat ist 19. geworden. Bester Deutscher heute an Pfeiffer auf Rang 9, 12. Simon Schemp. Aber da kann man auch kaum von Schadensbegrenzung reden. Michael Greis war gar nicht erst dabei. Diesmal lag er wirklich nicht am Wetter. Gar nicht in Schwung kommt Daniel Mesutic, der wirkt hier müde und ausgebrannt. Andi Birnbacher wenigstens von 59 auf 23 nach vorne. Das ist ein kleines Licht am Ende eines allerdings sehr, sehr langen und dunklen Tunnels. Und jetzt kommt Alexander Wolf ins Ziel. Am Ende ist er als 52. gestartet und am Ende ist er wieder 52. geworden mit insgesamt 6 Strafrunden. Also bei aller Sympathie zum Ali muss man doch sagen, jetzt muss sich was ändern. Ich bin mal gespannt, ob Bundestrainer Frank Ulrich den Mut hat, jetzt auch mal so auf die Bremse zu treten und zu sagen, so jetzt gleich für die nächsten Rennen, wenn Daniel Böhm gesund ist, nehmen wir den Daniel mit. Wer war im IBU Cup noch gut? Oder wer führt im IBU Cup? Das muss man vielleicht auch mal berücksichtigen. Leistung muss sich lohnen, die Athleten müssen dieses Gefühl haben. Wenn sie dieses Gefühl nicht haben, dann läuft was falsch im Hause. Und wer keine Leistung bringt, der muss das auch spüren. Das ist der Umkehrschluss, liebe Zuschauer. Also, Sieg geht an Martin Foucault vor Christian Di Lorenzi und Vosoge. Vierter Karl-Johann Bergmann, fünfter Ivan Čaresov, sechster. Das ist eine große Leistung gewesen. Michal Slesinger aus der Tschechischen Republik und Emil Iglesvensen auf dem 7. Platz. Er verteidigt damit die Führung im Gesamtweltcup. Er baut die Führung sogar noch aus. Das ist das Ergebnis im Ziel, liebe Zuschauer. Der Vorsprung von Svensson auf Suman in der Weltcup-Gesamtwertung beträgt jetzt übrigens 31 Punkte. Ustjugov ist Dritter geblieben mit 603 Zählern. Vierter Čaresov, fünfter Simon Eder. Und im Verfolgungs-Weltcup. Vive la France heißt heute das Motto in Kontiolahti. Zufrieden werden die Franzosen sein. Begeistert werden sie sein sogar. Zufrieden werden auch die Italiener sein. Und vielleicht ist das ja, wer weiß, das schon so was wie eine kleine Initialzündung, der dritte Platz im Mixed-Staffel, wo Christian Di Lorenzi einen formidablen Schlussläufer abgegeben hat. Und jetzt zum ersten Mal ein Podium für dieses große Talent. Er zeigt doch auch, dass es kann. Der erste Weltcupsieg ist unter Dach und Fach für Martin Foucault. Ich würde mir die Hand dafür ins Feuer legen, dass am Ende seiner Karriere mindestens 20 Weltcupsiege auf dem Konto stehen. Der hat so unglaublich viel Potenzial, der Franzose, dass da alles möglich zu sein scheint. Das war's von mir, von Sigi Heinrich aus Kontiolahti. Nächste Woche hören wir uns wieder aus Oslo, dann gemeinsam mit Katja Beer. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns gewogen.